Herzlich willkommen, liebe Basketballfreunde. Die NBA-Saison hat vor kurzem begonnen und wir schauen uns jetzt in diesem Video die NBA Christmas Games an. Es erwarten uns 5 tolle Spiele. Beginnen tut's bereits um 18 Uhr und in diesem Video erfahrt ihr dazu meine Tipps, Ideen und vielleicht auch schon die Resultate. Oddspedia, the Sports Betting Community. Ja. Denn bevor wir darauf schauen, es geht ja um 18 Uhr schon los mit Miami gegen New Orleans, möchte ich noch einmal die Bilanz von der letzten Saison zu euch zeigen, denn die war gar nicht so schlecht und wenn man mal was richtig gemacht hat, dann warum nicht zeigen. In der NBA Regular Season lief es wirklich gut mit plus 8,17 Einheiten, dann die Bubble mit der langen Pause war auch nicht so verkehrt, sogar mehr Einheiten gewonnen, weil die Quote relativ gut war von den 32 gespielten Wetten und bei den NBA Playoffs auch 9 von 13 Tipps richtig, da aber nur in der ersten und ganz, ganz wenig in der zweiten Runde getippt, danach aufgehört, weil hat keinen Sinn mehr gemacht. Miami Heat gegen New Orleans, das erste Spiel des heutigen Abends. Um 5 Stunden geht es knapp los. Wir haben die Heat, die das erste Spiel verloren haben gegen ein überraschend starkes Orlando Magic Team, während die New Orleans Pelicans um ihren Superstar letztendlich in the making, Zion Williamson, gewonnen haben. Die Kräfteverhältnisse vom NBA Ost-Champ sind mit 1,65 eigentlich relativ deutlich. Wir haben ja in der NBA gerade, weil wir hier sieht das bei den News auch, James Harden eigentlich jeden Tag im Mittelpunkt. Der will nach Miami oder wollte, Miami möchte ihn nicht. Ich bin mal gespannt, wann und wo und wie er irgendwo anders runterkommt. Aber um James Harden soll es jetzt erstmal nicht gehen, sondern um die Quoten von diesem Spiel. Da schauen wir uns zuallererst die Spreads an. Die liegen bei minus 3,5 auf Miami, beziehungsweise plus 3,5 für New Orleans. Wer denkt, dass die Pelicans dieses Spiel auch gewinnen, für den ist es vielleicht ganz ratsam, auf Pelicans plus 3,5 zu gehen. Ist quasi ein Fast-Verdoppler. Und meine persönliche Meinung ist aber, dass die Pelicans eher es schwierig haben werden, in die Playoffs zu gelangen und noch nicht gut genug sind. Die Over-Under-Line liegt bei ungefähr 223 Punkte. Für das 18-Uhr-Spiel ist mir das ein bisschen zu hoch, die Punktzahl. Ich kann mir vorstellen, dass beide erstmal ein paar Bälle verschießen werden. Deshalb ist vielleicht eher Under interessant. Aber von dieser Wette nehme ich Abstand. Mein erster Tipp wäre in diesem Spiel Sieg Miami für die Quote von 1,65. Warum? Die Heat waren eigentlich gegen die Magic auch nicht ganz verkehrt, haben 3/4 eigentlich relativ souverän geführt. Sie haben mit Bam Adebayo ihren Max-Player, der auch ein tolles erstes Spiel gemacht haben. Sie haben mit Jimmy Butler einen Anführer. Sie haben mit Tyler Hero auch einen tollen Sophomore-Spieler, also einer, der letztes Jahr noch Rookie gewesen ist. Sie spielen daheim und die Pelicans, bei denen müsste wirklich jeder Spieler seine Form abrufen, um hier mithalten zu können. Ich glaube nicht, dass Miami mit 2 Niederlagen in die Saison startet. Deshalb Sieg Miami. Zur NBA-Saison in sich erzähle ich auch nochmal am Ende des Videos eine Kleinigkeit, aber jetzt erstmal zum Spiel der Milwaukee Bucks gegen die Golden State Warriors. Die Bucks haben ja jetzt eine kleine Strafe bekommen. Sie müssen ihren Zweitrunden-Pick 2022 abgeben, dafür, dass sie, bevor die Free Agency überhaupt gestartet hat, bereits sich um andere neue Spieler gekümmert haben. Mit Bogdan Bojanovic hat das nicht ganz so gut geklappt, haben einen Sign-and-Trade-Deal gehabt mit Sacramento, der aber abgelehnt worden ist von Bogdanovic, denn der hatte noch keinen Vertrag unterschrieben. Das erste Spiel haben sie mit einem Punkt gegen die Celtics verloren, allerdings haben sie im 4. Viertel noch fast 16 Punkte aufgeholt. Von daher ist die Frage, wenn die Celtics vorher nicht so stark gewesen wären, ob es trotzdem so knapp gewesen wäre, ich weiß es nicht. Jetzt geht es auf jeden Fall gegen ein Golden State-Team, das weiterhin ohne Thompson auskommen muss, der sich ja im Training nach seinem schweren Kreuzbandriss letztes Jahr jetzt auch noch die Achillessehne gerissen hat. Curry auch ein Dreivierteljahr Pause gehabt, war nicht das Goldene, das Gelbe vom Ei. Wiseman ganz gut, sie haben Wiggins, sie haben noch Green, sie haben kein schlechtes Team, aber sie haben kein Team, das ein Giannis Antetokounmpo
schlagen kann, zumindest nicht in diesem Spiel, nicht bei einem Christmas Game, was ja für die NBA-Spieler eigentlich auch immer was ganz, ganz Besonderes ist. Giannis hat auch bei seinem Front Office wohl gesagt, dass er mehr Minuten sehen möchte in der Regular Season, also er möchte auf keinen Fall geschont werden. Bei einer Quote von 1,6 oder 1,26 besser gesagt, da wird der Spread so um die 10, 12 liegen. Wir sehen hier eine genaue 10. Das ist ganz schön hoch. Dementsprechend ist mir das zu gefährlich, weil, vielleicht erinnert ihr euch noch an letztes Jahr, da haben die Golden State Warriors auch ein Christmas Game gehabt und ohne alle eigentlich gegen die Houston Rockets gewonnen. War ein verrücktes Spiel. Die Over-Under-Performance finde ich hier schon spannender. Wir haben 231 Punkte bei der Line und wir haben die Bucks, die sehr, sehr scoring-lastig spielen. Wir haben die Golden State, die eigentlich keine Defense können. Von daher erwarte ich hier schon eine hohe Punktzahl und über 231 Punkte werden wir auch mitnehmen. Das ist auch eine ordentliche 1,94-Quote, so um den Dreh. Wem die Heat-Wette zu langweilig ist mit der 1,65-Quote, könnte das jetzt auch mit einem Milwaukee Bucks-Sieg kombinieren. Dann kriegt man ja auch was Gutes heraus. Oder man sagt Milwaukee Bucks, aber mindestens 225 Punkte, dann hast du auch eine gute Quote. Also hier gibt es auf jeden Fall mehrere Spielereien, die man machen kann. Ich sehe auf keinen Fall wenig Punkte und ich sehe auf keinen Golden State Warriors-Sieg. Würde mich schon sehr wundern. Als es zu den Ansetzungen gekommen ist von den Christmas Games, war ich sehr, sehr glücklich. Als Dallas Mavs-Fan ist das immer ein Highlight, wenn du die sehen kannst zur normalen deutschen Uhrzeit. Umso enttäuschter bin ich, dass die um 2 Uhr in der Nacht heute erst spielen und wird bestimmt ein spannendes Duell. Beide Teams haben das erste Spiel verloren, die Lakers gegen die Clippers und die Mavs gegen die Suns. Ja, und was passiert jetzt? Dallas hat eine unglaublich starke Offensive, das haben sie im ersten Spiel nicht gezeigt, aber ich glaube auch dieser Run-and-Gun-Style, diese jungen Wilden um Luka Doncic, die auch noch jetzt Verstärkung bekommen haben durch Jason Richardson, James Johnson, diese Scoring-Power müsste LA aus meiner Sicht zu stark sein, vor allem weil die Lakers sich auch noch mehr finden müssen. Auf der einen Seite sind sie vielleicht ein bisschen satt, sie sind gerade Meister geworden, sie wissen, die neue Saison, die Meisterschaft wird nicht am zweiten Spieltag entschieden. LeBron ist umgeschnackelt beim letzten Spiel, Anthony Davis war auch nicht so die Wucht. Das heißt, ich favorisiere hier tatsächlich Dallas, auch wenn sie gegen die Suns mit 102 zu 106 verloren haben. Dementsprechend, dadurch, dass ich wirklich Dallas Siegchancen zuschreibe, gefällt mir dieser positive Spread 6,5 oder wem eine 1,91 reicht, plus 7 auf Dallas sehr gut. Denn das würde bedeuten, mit einer knappen Niederlage haben wir auch noch unsere Wette gewonnen. Die Gesamtscoringzahl auch hier wieder bei um die 227 Punkte. Normalerweise ja, bei dem Spiel gefällt mir aber Dallas plus 6,5 immer noch am besten. Deshalb auch hier Abstand von den Scoring-Werten. Weiter geht es mit einem Duell, das letzte Saison in der Playoffs große Wellen geschlagen hat. Die Meisterschaftskandidaten Nummer 1, die LA Clippers, haben gegen die Denver Nuggets in den Playoffs verloren. Bevor wir das Spiel aber jetzt anschauen, habe ich noch eine Sache, fällt mir gerade ein, von den Lakers gegen die Mavericks. Und zwar habe ich mir hier nämlich noch die Punkte und so ausgesucht von diesen beiden Teams. Und hier habe ich mal Dallas Mavericks at LA Lakers. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Du kannst ja jeden Spaß wetten, also Punkte, Dreier, Assists, Rebounds. Und ich habe hier ein ganz gutes Gefühl bei den Double-Doubles. Und Dallas ist nämlich bekannt, sich von athletischen Big-Mans regelrecht ausziehen zu lassen. Und jetzt ohne Porzingis, der wegen seiner Knieverletzung noch länger fehlt, sehe ich schon, dass ein Anthony Davis, aber vor allem auch ein Montrezl Harrell
hier so 10 Punkte, 10 Rebounds auflegen können. Harrell ist ja nicht der stärkste Rebounder, aber er ist ein Hustler vor dem Herrn. Und normalerweise, wenn das Spiel so läuft wie immer bei den Mavericks, dann dürfte der allein schon 4-5 Offensiv-Rebounds bei einem Spielzug holen und dann schnell auf sein Double-Double kommen. 5 Dunkings und die Wette ist gewonnen. Also das sehe ich, hat auf jeden Fall Value, wenn man auf athletische Big Man gegen Dallas setzt. Die Nuggets haben ihr erstes Spiel verloren. Und jetzt muss ich nochmal ganz schnell gucken und spicken. Das war durch einen Tip-In gegen die Sacramento Kings in der Verlängerung. Highscoring Game, jetzt geht es gegen die LA Clippers, die aufgrund eines überragenden Paul George das Spiel gegen LA in der zweiten Halbzeit gewonnen haben. Jetzt ist halt die große Frage, wie gut sind die Clippers, inwieweit hat sich die schlechte Teamchemie jetzt innerhalb so kurzer Zeit schon gebessert. Die Nuggets hingegen mit Jokic, der im ersten Spiel schon wieder bockstark war. Murray hat noch Potenzial nach oben. Ich würde hier eher auch auf das Heimteam gehen, plus 2,5, vielleicht ein bisschen eine knappe Niederlage absichern oder einfach Hände weg von diesem Spiel, weil ich die Clippers noch nicht so richtig einschätzen vermag. Also das müssen wir uns vielleicht mal ein paar Tage noch anschauen, beide Teams, wohin die Reise geht. Und ja, meine lieben Freunde, damit haben wir jetzt schon, schauen wir auf die Übersicht, in der Nacht die 5 Spiele vom Christmas Day hinter uns gebracht. Wir blicken aber noch ganz kurz auf die Memphis Grizzlies gegen die Atlanta Hawks, denn da haben wir eine Atlanta-Mannschaft, die im ersten Spiel gleich mal überzeugen konnte, ein hoher 124-104 Sieg gegen die Chicago Bulls, vielleicht keine Kunst, weil es die Bulls waren, aber dieses Team ist, glaube ich, schon zu den Playoffs berufen und hier könnte man auch noch eine ordentliche 1,83-Quote auf Atlanta mitnehmen. Das nur als Idee für morgen, den zweiten Weihnachtstag. Und damit geht es jetzt zur Übersicht zu diesem Video. Wir schauen uns nochmal die Wetten an. Generell bleibt eine Sache zu sagen. Diese Saison wird es gerade am Anfang dauern, bis sich das alles mit Corona eingependelt hat, mit den Reisestrapazen. Es gibt keine Fans. Also die NBA-Saison für Wettfans ist mehr Lotterie als eigentlich die letzten Jahre. Da muss man mal schauen, wie sich alles entwickelt. Keine Fans, aber du hast trotzdem die Reisen. Das ist ja der Unterschied zur Bubble letztendlich. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es gibt einige wirklich spannende Stories, die es zu verfolgen gibt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr auf den Tag. Ich war auch gerade eben noch beim Edeka oder beim Supermarkt, sage ich mal lieber, am Flughafen. Der hat noch offen, habe mich ein bisschen mit Energy Drinks und Chips und alles Mögliche eingedeckt. Aufblasbares Bett vom Fernseher aufgestellt. Das heißt, das wird ein schöner Fernsehabend / Nacht. Und hier nochmal, jetzt gehen wir die Tipps durch. Um 18 Uhr gewinnen die Miami Heat gegen die New Orleans Pelicans. Wir spielen die Quote von 1,65 an, die reicht mir. Beim zweiten Spiel Milwaukee Bucks gegen die Golden State Warriors gehen wir auf Overpunkte, 131 Punkte. Gibt es für die Quote von 1,9 ungefähr. Da haben wir ein sehr gutes Gefühl. Plus, wir sehen die Warriors nicht am Gewinnen, aber die Quote für Milwaukee mit 1,26 nicht interessant genug. Der Spread von 10 ist mir zu hoch. Wer Kombi-Betten mag, vielleicht die Bucks irgendwo mit rein verwurschteln. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Milwaukee das nicht gewinnen sollte. Bei den Boston Celtics gehen wir auf den Außenseiter, nämlich genau die Boston Celtics. Die sind nicht Favorit gegen Brooklyn. Ich glaube noch nicht, dass das Spiel von, oder die, ja, der Spielfluss von Brooklyn so gut ist, dass sie gegen ein Top-Team wie die Celtics bestehen können, auch wenn wahrscheinlich Steve Nash genau der richtige Trainer für Durant und vor allem Irving, den nervigen Irving, ist. Milwaukee, Brooklyn macht das. Dann in der Nacht geht's weiter, um 2 Uhr mit den LA Lakers gegen die Dallas Mavericks. Da gehen wir auf Dallas plus 7 Punkte, gibt auch wieder eine schmeckende 1,9er Quote und ich glaube, dass die
Scoring Power von Dallas ausreicht, um gegen den Meister von der letzten Saison zu bestehen. Denn denen traue ich zu, dass es noch 3-4 Spiele dauert, bis sie die neuen integriert haben und auch Anthony Davis und LeBron James richtig wieder im Wettkampfmodus sind. Denver Nuggets gegen die LA Clippers gibt es keinen Tipp. Eher würde ich dieses Spiel einfach mal als Indikator für die nächsten Wochen nehmen. Wie sind die Teams? Die Nuggets sind definitiv das bessere Team. Das müssen die Clippers erst noch werden. Die haben dafür die besseren Einzelspieler. Wenn ein Paul George aber nicht so spielt wie gegen die Lakers, sollten die Nuggets das gewinnen. Trotzdem kein Tipp. Und bei den Memphis Grizzlies gegen Atlanta Hawks glaube ich tatsächlich, dass die Atlanta Hawks gewinnen. Aber das sind ja noch über 24 Stunden Zeit und ihr wisst, da kann so viel passieren. Deshalb hier kein Tipp. Und nochmal bei LA Lakers gegen Dallas Mavericks. Vielleicht, wer auf Spielerwetten steht, sollte mal einen Blick auf Anthony Davis und Montrezl Harrell werfen, sowohl was Punkte, Rebounds oder Double-Double angeht. Gibt eigentlich ganz faire Quoten. Und Big Man Scoring, athletische Big Man haben es relativ einfach gegen Dallas, die ohne Porzingis spielen müssen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen ersten, zweiten Feiertag, Weihnachtstag, frohe Weihnachten und so weiter. Die NBA-Videos werden wie letztes Jahr immer sonntags passieren. Wahrscheinlich dann ab so dem 10. Januar regelmäßig. Bis dahin sammeln wir ein bisschen Informationen, wie alles läuft und eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Wenn es geht, lasst noch einen Daumen da. Da freue ich mich. Und über ein Abo freut sich der Kanal und ich. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Servus.